der Mann weiß, was er macht, wenn ich jetzt einen Grillfeier hätte oder so. Ich würde ihn buchen. Hätte ich nicht gedacht, frag mich nicht warum. Man hat ja so eine Einschätzung vorher. Top, einfach top. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Format, neues Video, heftige Food-Eskalation, sage ich nur. Heute werdet ihr einiges sehen, syrisch, türkisch, das beste Hummus meines Lebens, das erste türkische Restaurant Hamburgs, Rapper-Hotspot, das bestbewerteste Google-Restaurant türkischer Art Hamburg. Es kommt mächtig geiles Essen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Video. Beginnt jetzt zum ersten Spot, wir sehen uns gleich. Station Nummer 1 am Start, Lokmam. Hier ist am Start, ihr habt natürlich in der Beschreibung auch nochmal die Adresse, wenn ihr hier seid. Das ist 1A, wirklich Grillteller, alles was sie da haben an Fleisch, Soßen, ist einfach top. Ich weiß auch, da gehen viele berühmte Persönlichkeiten zum Beispiel hin. Wazel, Enno, dieser Toni von 4 Blocks geht hier hin. Kannst du heftig essen. Erstes türkisches Restaurant in Hamburg. Denkt auch dran, in die Kommentare. Ich suche jetzt zum einen den besten Adana, eine Kategorie, und ich suche den besten Grillteller. Das heißt, ihr könnt empfehlen in die Kommentare rein, jedes orientalische Restaurant, was euch einfällt, überall, wo es Grillteller gibt und natürlich auch Adana. Und wir gucken, dass wir das Beste abchecken. Ich bin zufällig nämlich auch Adana-Experte. Ich teste seit Ewigkeiten den besten Adana. Es geht los, lock mal am Start, let's go. Ja, Barisch, da den Besitzer hier. Also ich war ja schon oft bei dir essen, ich weiß, es schmeckt bei dir. Das ist natürlich jetzt auch Mittagszeit. Leute arbeiten normalerweise immer brechend voll seit Jahren. Ihr seid das erste türkische Restaurant in Hamburg. Was macht euch so besonders? Also wir machen alles selber, das ist halt der Unterschied. Viele Gäste schätzen das, kommen wieder. Ja, kurz und knackig, das ist richtig so. Und ich kann es bestätigen. Also ich werde jetzt erstmal den Grillteller zu mir nehmen. Dann kriegst du danach natürlich auch noch Feedback von mir. Alles klar, gerne. Cool, guten Appetit. Dankeschön. Wir sind am Start hier jetzt. Ich sage euch auch optisch gleich wieder 1A. Ich nenne es Industriestyle. Aber sieht geil aus, ihr wisst, was ich meine. Was ist deine Spezialität zu grillen? Ich bin Grillmeister. Was sagst du, wenn jemand kommt und sagt, mach dir mal das Beste, was du drauf hast? Bei uns alles. Ja? Ja. Geil. Also es sieht schon mal gut aus. Ihr habt hier Peperoni, habt ihr noch schön? Ja. Gekochte Peperoni und Tomaten. Bulgur oder Reis. Ich suche nicht nur das beste orientalische Restaurant, kann man ja sagen. Ist auch ein orientalisches Restaurant. Ich suche auch den besten Adana. Hier ist richtige Adresse. Bei uns, bei Lokmam. Sonnenstraße 16. Machen wir jeden Tag alles ganz frisch. Ich überlege ja, was ich esse, ne? Wenn ihm so richtig geil jetzt auftischt, irgendwas, was optisch auch richtig Bombe ist. Wir haben ein ganz schönes Rinderbällchen. Für Rinderbällchen, ne? Richtig, ja. Pirsola haben wir. Pirsola? Ja. Lammkotelett. Für sie so ganz schönes Überraschung. Ja, am besten von jedem so Büschen, weißt du? Ja, von jedem bisschen. Genau. Und Adana. Genau, auch Adana, ne? Du dazu. Okay, dann ich mache für sie ganz schönes Überraschung. Bühle sagt gerade, 18 Jahre ist er hier. Er sagt, es muss ein richtiger Meister machen, damit es auch schmeckt. Er ist ein Meister, 18 Jahre Erfahrung, man sieht auch hier schon, ne? Sieht einfach muss aus. Immer mit Liebe, ne? Wie immer mit Liebe, Marmorierung, hier schon leichte Rüstung dran. Wenn du entscheiden musst, ne? Für dich jetzt, Bulgur oder Reis, was würdest du nehmen? Ich mach beide. Ja? Ja. Wie würdest du machen, wenn du bei Frauen entscheiden musst? Mehr auf den Rippen oder eher so das Dünnere? Weißt du nicht? Beides gut, ne? Beides gut, ja. Das ist ein Festmahl. Alleine von der Anrichtung. Man muss ja einfach sagen, Auge ist mit. Und klar, ich weiß, natürlich geben sie sich sehr Mühe. Ich bin mit der Kamera da.
Ich war schon oft hier, es sieht immer geil aus. Heftigen Salat auch noch gebracht. Also so will man das sehen, wenn man essen geht. Da haben wir einfach Bock reinzuhauen. Erstmal Adana fetzen. Ah ja, rasieren, aber sowas von problemlos mit Manscaped Lawnmower 4.0. Der beste Rasierer meines Lebens für den Hodensack, für die Kronjuwelen. Das Ding ballert euch die Sackhaare weg, aber ohne Ende. Ihr könnt Licht einschalten. Damit habt ihr, glaubt mir, es ist ein Gamechanger. Habt ihr nochmal einen besseren Blick auf eure Sackhaare. Und ihr könnt ihn auch unter der Dusche benutzen. Er ist komplett wasserfest. Noch dazu, ihr habt 30 Tage Rückgaberecht. Vertraut mir, macht diesen Versuch. Haut das Ding rein. Und wenn es euch nicht gefällt, ich habe es im letzten Werbung schon gesagt, schickt es zurück. Mit dem Code Holle kriegt ihr 20% aufs komplette Sortiment und eine kostenlose Lieferung. Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter im Video. Erstmal, was ich bei diesen Adana genial finde, das muss beim Adana, das ist einfach Pflicht, das ist diese Rauchigkeit vom Holzkohlegrill. Adana aus der Pfanne kannst du knicken. Aber nichtsdestotrotz hast du oft Adana auch vom Holzkohlegrill, fehlt dieses Rauchige. Das hast du hier richtig intensiv drin, richtig gut, du hast eine Schärfe drin, nicht zu doll, angenehm. Lässt nicht zweimal brennen, würde ich sagen, aber ist gut. Ganz zartes Lamm, richtig zart. Ich koche viel, kann mich nicht erinnern, das so zart mal hinbekommen zu haben. Haben wir hier noch ein bisschen Lamm vom Spieß. Nicht, dass ich wundere, dass ich so einen riesen Teller habe. Rest geht dann obdachlos. Ich werde das jetzt, glaube ich, nicht aufnehmen. Aber Rest geht dann obdachlos. Hier vorne ist gerade Hochburg. Die werden sich freuen. Natürlich auch schön zu wissen, ist alles selber gemacht. Selbst die türkische Pizza. Ich bin tierischer Fan von türkischer Pizza. Da haben wir definitiv Geschmackserlebnis. Ihr habt frische Kräuter drin. Ihr habt, ich sag jetzt mal, eine Paprikapaste. Da ist irgendwas Paprikapasten-ähnlich, aber noch leicht scharf angemacht. Also die türkische Pizza, Weltklasse. Lockmann, jetzt einmal kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Butterzartes Hähnchen. Diese türkische Pizza, da haben sie diese typische Paprikapaste. Schöne Kräuter, leichte Schärfe, Adana, von Rauch durchzogen. Einfach geil. So eine ganz spezielle Konsistenz. Soll ich nicht negativ anhören? War positiv, war geil, war anders. So leicht bröckelig irgendwie. Hat mir gefallen. Jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. Bis gleich. Station Nummer 2 am Start. Die beste Google-Bewertung, die ich finden konnte, was türkisches Restaurant anging. Kardelen. Habe ich noch nie gehört, war ich noch nie essen. Gucken, ja? Wundert euch nicht, wenn ich hier jetzt ein bisschen rumpel. Drauf geschissen. Meine Freundin hat ihre Tage. Ich musste selber Hand anlegen. Abgerutscht, aus Versehen, voll auf die Leiste gehauen. Ah, nur, dass ihr euch nicht wundert. Lustig, wo man überall zufällig vorbeikommt. Das ist von mir die beste Pizza Hamburgs bisher. La Locanda. Jetzt wollen wir hier erstmal zum Kardelen. Da ist er. Beste Google-Bewertung. Das will schon was heißen. Also haben sehr viele Leute abgestimmt. Hier, ich nehme die Isne-Köpfte. Ja. Wäre das möglich, mit so einen Mix zu machen? Ein Mixteller? Machen wir mit Reis, ne? Ja, gerne mit Reis. Also ich sag gerade nochmal, bei den Griechen ist, ich bin hier jetzt schon bei Essensauswahl. Griechisch, Tzatziki und hier ist es? Jajek. Ja. Ah, okay. Also wir haben hier, das muss ich schon mal sagen, hier haben wir keine Grillgerichte, wir nehmen das mit rein. Wir haben aber, man kann ja sagen, orientalische Küche, mediterran. Wir haben jetzt G-Köfte, wir haben hier dazu noch Dolma, ist das? Gefüllte grüne Paprika nehmen wir dazu. Und ein bisschen Grillgemüse, was haben wir hier? Aubergine, Zucchini, Karotte, alles was in die Richtung geht. Orientalisch. Kann man hier mediterran sagen? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen alles mit rein. So sieht's aus. Da habe ich jetzt, muss ich sagen, gar nicht mit gerechnet. Aber wir weiten das Ganze auch aus. Wir suchen halt das beste Restaurant. Es muss ja nicht auf Krampf Grillgericht sein, aber es sollte schon so halt orientalisch. Das hier ist jetzt, ja, nochmal zu mir gesagt, türkisch kann man sagen, könnte man das Ganze nennen. Mit schönen Köfte auch noch da drin. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ihr denke ich auch. Und jetzt werde ich mir mal die Plauze vollhauen. Schöne tomatige Note. Schmeckt für mich genauso, wie man sich vorstellt, von Mutti zu Hause. Gehst zum Kollegen, der ist Türke. Nimm dich mit nach Hause, haut dir so einen Köfte drauf, Hausmannskost mit Liebe. 57, der ganze Teller. Guck mal, das finde ich so das Faszinierende. Du gehst durch Hamburg unscheinbar. Hier bin ich jetzt gar nicht so reingegangen. Hast einen mega geilen Teller, meinetwegen du arbeitest hier. Kannst in der Mittagszeit, da beleidige ich manche Leute drum. Das hier um die Ecke zu haben, geile Qualität, schmeckt geil. Das Jam Jam, das ist eigentlich Tzatziki ist, schön cremig, Gurke drin. Top. Scharfe Soße. Ganz lustig. Grüße an Sultan Imbiss aus Buxtehude. Hat einen ganz ähnlichen Touch. Das ist Jugend bei mir. Erinnert mich richtig an die Sultan-Soße. Schön paprikalastig. Ordentlich scharf. Das ist eine scharfe Soße. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Oh, wo kommt er? Das ist für mich wie Falafel. Das waren übrigens die Köfte. Falafel schön frittiert, merkt man. Reis, wie er sein sollte. Paprika, ne? Paprika mit dem Reis drin. Das ist für mich typische Hausmannskost. Da sehe ich keinen Fehler drin. In diesem Essen sehe ich keinen Fehler drin. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie sage ich, das muss so, das muss so. Genauso erwarte ich das, wenn ich zu Mama nach Hause gehe. Überzeugt, sage ich nur.
Also hat mich geflasht, sag ich euch. Nichts, womit ich gerechnet habe. Ich dachte jetzt auch Grillteller oder so. Aber ja, nimm mich mit rein. Echt, also ich finde die Bewertung auch angemessen, kann ich euch schon mal sagen. Weil du findest da kein Haar an der Suppe. Das ist das, was ich eben meinte. Ich finde keinen Fehler. Es ist wirklich einfach top Essen. Das Essen gibt dann das Gefühl von zu Hause. So richtig, richtig geil. Jetzt geht's ab zu Lamira. Ich sag euch, rein von der Anrichtung, das Fleisch, der Tresen, die Gerichte. Haut euch um. Bestes Hummus, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Macht euch gefasst auf was ganz, ganz Knaftiges. Das muss ich nur kurz sagen. Ich glaube, 187er haben hier auch ein Video mal gedreht und gehen hier gerne mal essen. Also wir haben hier die zwei besten Männer vom Chef. Der, er hat mir hingestellt. Habt ihr Datteln, habt ihr hier, ne? Ja. Ah. Quark. Ah, Quark. Das ist hier feines Paprika. Ja. Aubergine-Creme. Ja. Kichererbsen und noch. Ah, das ist Hummus, ne? Ja. Kichererbsenbrot. Kichererbsenbrot ist ja. Das, ne? Darf ich einmal probieren? Ja. Mmh. Weißt du, was ich nehme? Ich nehme... Könnt ihr mir nicht so ein bisschen Zusammenstellung machen fürs Video? Ja. Das wäre geil. Ich nehme einfach beides und ich nehme Wurst auch gerne. Ja. Und habt ihr sowas wie Adana? Adana, ja. Ich habe das Video. Also das ist ein Syrer hier. Was ich geil finde, das kommt mir so ein bisschen wie im Wohnzimmer eingerichtet. Wisst ihr? Auch richtig heimisch. Wohlfühlatmosphäre. Jetzt bin ich schon wieder komplett im Film. Wie als wird man zu Hause grillen. Schön Holzkohle, ballert einfach komplett. Schöne Bräune da, der macht das richtig gut. Traum. Optik einfach komplett Traum. Hier noch mit den Granatapfelkernen nimmt man hoch, hat man hier das Fleisch perfekt geröstet. Der Mann weiß, was er macht. Wenn ich jetzt einen Grillfeier hätte oder so, ich würde ihn buchen. Weil er ist einfach, hätte ich nicht gedacht, frag mich nicht warum, man hat ja so eine Einschätzung vorher. Top, einfach top. Petersilie da drauf, die frische Petersilie. Ob das nicht, das, ich wollte gerade sagen, türkische Pizza ist es aber nicht. Einfach Brot irgendwie mit hausgemachter Soße auf dem Grill. Petersilie da drauf. Einfach frisch. Lecker. Versuch gerade zu erkennen, womit das Würstchen gewürzt ist. Ich weiß es nicht. Schmeckt leicht zimtig. Aber es wird kein Zimt sein. Irgendwie ähnlich. Weiß nicht, ob es ein Gewürz gibt, was ähnlich ist. Aber da muss jetzt ein Zimt sein. Bei dem Essen gehst du wirklich in Fantasieland wieder ein. Da gehen die Gedanken komplett steil. Das sag ich jetzt schon mal, für mich ganz schwierig, heute den Gewinner zu küren. Man muss einfach anerkennen, weil ich sehr viele einzelne Sachen bei jedem Laden teste. Nicht jeder Laden kann bei jedem Spitze sein. So zum Beispiel der Adana, kann ich euch sagen, jetzt schon mal vor der Bewertung beim Lockmann besser gewesen als hier. Ihr habt ja wieder um andere Sachen, die komplett auftrumpfen, dieses Würstchen, was mich komplett killt. Komplett. Ganz krass der Vergleich, wirklich. Lamm hast du hier einen kleinen Tick besser als bei Lockmann. Beides Weltklasse. Brot war bei Lockmann, aber dafür noch mal ein Stück vorne. Ganz enges Rennen. Da brauche ich jetzt auch nicht Schauspieler, ich weiß nicht, was sie da drin haben. Kommt fast vor, als hätten die das Hack in irgendwie, nicht in Wein, in irgendeinem, ja, so Cognac-Soße und sowas. Das jetzt nicht, aber in irgendeiner alkoholhaltigen Soße gebraten. Ganz spezielle orientalische Note. Direkt auch zur Bewertung hier in wunderschönen Ambiente. Von mir ganz klarer Sieger. Kompromisslos im Adana-Wettbewerb. Lockmann mit 8 Punkten von 10. Diese Rauchigkeit in diesen Adana war krass. Ich habe dem Chef auch schon gesagt, heute ein ganz klein bisschen zu viel Salz gewesen. Hatte ich sonst nicht. Weiß nicht, was sonst die Bewertung gewesen wäre. Für komplett Sieger-Restaurant einfach. Weil das war eine Explosion der Geschmäcker. Heute, Tagesform, für mich Lamira auch mit 8 von 10. Glatte 8 von 10. Top-Ergebnis. Hat mir richtig Spaß gemacht heute. Bitte sagt mir auch was. Nicht nur eure nächsten Ziele, die bitte auch. Knallt es voll in die Kommentare, aber auch was ihr von diesem Format haltet, wie es euch gefallen hat, die ganzen Grillgerichte und so. Mir hat es mega Spaß gemacht, ich würde weitere Folgen gerne davon machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen oben da, ein Abo, gerne auch einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal.